Etwas versteckt arbeitete das Digitalisierungszentrum Zeitz bisher in seinen Räumlichkeiten im ehemaligen Franziskanerkloster. Seit kurzem hat es sein neues Domizil am Altmarkt 13a an der Ecke Altmarkt-Judenstraße gefunden. Zum Tag der offenen Tür waren Interessierte eingeladen, sich das Projekt anzuschauen und mit den Machern ins Gespräch zu kommen. Auch wir wollten wissen, was sich hinter dem etwas sperrigen Namen Digitalisierungszentrum Zeitz genau verbirgt. Ja, eigentlich ist es ganz einfach. Also das Digitalisierungszentrum Zeitz ist erstmal das erste Strukturwandelprojekt hier in der Region und wird zu 100% gefördert vom Bund und vom Land Sachsen-Anhalt. Und wir haben zur Aufgabe, die digitale Transformation in der Region und auch in der Stadt Zeitz zu unterstützen. Und das machen wir auf verschiedenen Wege. Zum einen durch digitale Kompetenzvermittlung in unseren Experimentierräumen, wie zum Beispiel hier im Makerspace oder auch im benachbarten Schülerlab. Wir vernetzen regional, aber auch lokal die Wirtschaft mit der Wissenschaft und wir unterstützen und realisieren digitale Projekte, wie zum Beispiel den LoRa-Park Zeitz im Schlosspark der Moritzburg. Ich habe aber jetzt gerade gesehen, im Hintergrund haben wir sie ja noch. Es können natürlich auch Zeitzer hierher kommen, die sich entweder mal über die Technik informieren wollen oder schon wie der Herr hinter uns ein direktes Projekt haben, richtig? Genau, also wir haben Öffnungszeiten, zu denen jeder herkommen kann und klingeln kann und wir unterstützen hier bei der Realisierung dieser privaten Projekte. Sie haben gerade gesagt, Schulungen für Erwachsene, für Kinder, ich habe vorhin gehört, für Kinder ist auch was dabei. Was wird denn da geschult? Es ist eigentlich digitale Themen in allen Bereichen. Also ich fange mal mit den Schülerprojekten oder Schülerinnen und Schülerprojekten an. Wir haben eine ganz neu entwickelte Reihe, sind die Makerspace Kids Treffen. Die finden am jeden letzten Mittwoch im Monat statt und wir realisieren mit den Kids so kleinere digitale Projekte wie einen digitalen Adventskalender gerade letzte Woche oder im Januar wird ein Roboter gebaut oder auch eine digitale Eierbemalmaschine zu Ostern. Also das sind diese kleinen Makerspace Projekte für Kinder. Wir bieten natürlich auch Workshops und Seminare für Unternehmerinnen und Unternehmer an. Da geht es zum Beispiel um Social Media, es geht um digitale Transformation von Geschäftsprozessen. Es geht aber jetzt aktuell auch um Energiethemen, also wie kann ich Energiemanagement im Unternehmen aktualisieren bzw. innovativ aufstellen, solche Sachen. Also Themen. Wir orientieren uns an den Bedarfen der Unternehmen und Unternehmerinnen und schauen halt, dass wir uns Kompetenz, also auch überregionale Kompetenz aus Magdeburg und aus Halle herholen, von den Universitäten herholen und dann die Weiterbildungsmaßnahmen durchführen. Der LoRa-Park ist ja nun, ich sage mal, so ein Projekt, was jeder sich anschauen kann und jeder nutzen kann. Wie wird denn von der Industrie, von den Firmen aus der Region das Digitalzentrum Zeitz genutzt? Die Unternehmen tatsächlich als Ort der Weiterbildung, also das ist das Erste. Wir haben ja nicht den Auftrag, in die Unternehmen zu gehen und tatsächlich Beratung zu machen, also dafür sind wir auch nicht aufgestellt, sondern tatsächlich Weiterbildung und Seminare. Insbesondere jetzt hier bei dem LoRa-Park ist es derzeit so, dass wir auch individuelle Aufklärung und Informationen zum Thema LoRa-Funktechnologie geben. Derzeit sind wir auch im Kontakt mit den Stadtwerken, die auch das Thema für sich entdeckt haben, also letztes Jahr schon und vorletztes Jahr. Mit denen haben wir da quasi dieses Thema für Zeit so ein bisschen entwickelt. Die Stadtverwaltung Zeitz entwickelt gerade ein Projekt zum Thema der digitalen Datenerfassung im Energiesektor, also für kommunale Gebäude. Also es wird auch über LoRa realisiert bis, glaube ich, Mitte, Ende nächsten Jahres, wenn ich richtig informiert bin. Natürlich konnte man an diesem Tag nicht nur anschauen, sondern auch eine Anwendung der VR-Brille aktiv ausprobieren.
Herr Buchs, heute Tag der offenen Tür im Digitalisierungszentrum in Zeitz. Sie haben moderne Technik in der Hand, die VR-Brille. Was können die Besucher hier sehen? Vielleicht als erste Frage. Ja, also wir zeigen heute ein paar Business-Anwendungen aus dem echten Leben, die wir quasi gebaut haben mit unserem Partner VirtualX. Und da kann man meinen lieben Kollegen Tim besuchen. Der sitzt nämlich gerade in Hamburg, hat genau so ein Headset auf und man trifft sich gemeinsam in einem Raum und kann dort eben von dem Kunden, für den wir das machen, kann dort eben schauen, okay, wie sieht dieser Demoraum aus, wie funktionieren die Anwendungen von dem Kunden, und man unterhält sich eben über mehrere hundert Kilometer hinweg, ohne dass man es direkt bemerkt. Das heißt, wir haben man könnte sagen, eine Metaverse-Anwendung, sagt man heutzutage, aber eine digitale Anwendung, ein digitaler Meetingraum, den man eben gestalten kann, wie man das eben möchte. Da schließt sich gleich die zweite Frage an. VR-Brille, der ersten Anwendung waren ja eigentlich die Spiele. Wie kann ich das jetzt für eine wirtschaftliche Anwendung nutzen? In der wirtschaftlichen Anwendung benutzt man VR heutzutage zum Beispiel auch sehr stark im Vertrieb, wenn ich komplexe Vorgänge habe oder zum Beispiel in unserer Demo, wenn ich jetzt ein ganzes Haus darstellen möchte mit Technik drin. Das heißt, ich kann meinem Vertriebler zwei Brillen mitgeben, der fährt zum Kunden und sie können sich jetzt das Demo-Haus quasi angucken virtuell. Es wäre sehr schwer darzustellen, wenn ich das wirklich bauen müsste. Ja? Das heißt, alles, was virtualisierbar ist, was groß ist, komplex, was man nicht einfach mitnehmen kann, das ist in VR gut aufgehoben. Und wie gesagt, die Reise entfällt. Das heißt, ich muss nicht mich zentral in Deutschland bei diesem Haus treffen, sondern ich kann eben mit dem Kollegen, vielleicht dem Fachberater aus Hamburg und dem Kollegen aus Berlin, der den Vertrieb macht, zusammensetzen in dem Raum und dann die Anwendung dort angucken. Aber das ist nur ein Beispiel. Man könnte zum Beispiel auch in der betrieblichen Weiterbildung wird es gerne benutzt, weil ich kann auch hier komplexe Vorgänge darstellen. Gibt es ja zum Beispiel hier in Zeitz in der Nudelfabrik eine Anwendung, wo Feuerwehrleute trainieren. Und das ist natürlich sehr hilfreich, wenn ich zum Beispiel Situationen trainieren kann, die ich nicht einfach wiederherstellen kann. Ein brennendes Flugzeug zum Beispiel, das kostet ein Schweinegeld, wenn ich das in echt machen würde. Kann ich aber in der virtuellen Welt einfach mit einem Knopfdruck resetten, kann es nochmal üben. Also es ist für alles gut, was man nicht gut transportieren kann, was hohe Kosten oder hohen CO2-Ausstoß verursacht, wenn man das irgendwie in der Welt umherschiebt, und eben, was ich wiederholbar brauche, ohne dass ich die Situation wirklich herstellen möchte. Wenn jetzt ein Firmenchef auf die Idee kommt, das wäre was für uns, wie kommt er dann an sowas? Am einfachsten, indem er uns anspricht, wir die Van Rothe, wir sitzen in Leipzig, ich selber bin hier aus Zeitz, wohne auch hier. Und wir machen quasi die ganzen Beratungsdienstleistungen, die vorneweg nötig sind, weil es kann ja sein, dass das ein VR-Projekt ist, es kann auch sein, dass ein normaler Film reicht dafür oder eine Grafik. Ja, und wir bei der Van Rothe, wir machen eben diese gesamten IT- und Film- bzw. Medienarbeiten und haben dann entsprechend die Partner für das jeweilige Projekt. Aber wer genau VR haben möchte, läuft wahrscheinlich so ab: Man trifft sich bei uns im Büro, beschreibt kurz, was man möchte. Wir arbeiten dann zusammen mit der VirtualX aus Hamburg das Projekt aus, wie das eben aussehen soll, und dann wird eine Anwendung draus am Ende. Und dann mit unserem Partner Pico, das sind die Hersteller von diesen Brillen, das ist ein deutscher Hersteller, mit denen können wir dann eben auch die Infrastruktur dann zur Verfügung stellen. Also entweder kann man die Brillen leihen zum Beispiel, wenn man sie nicht sich anschaffen möchte. Wenn es jetzt nur ein Event ist, macht das vielleicht keinen Sinn. Aber wenn ich jetzt in die Weiterbildung gehe, dann möchte ich vielleicht auch eine besitzen. Und wir können sowohl, das macht die Van Rothe unter anderem, den Verleih realisieren, als auch eben den Verkauf dann direkt vom Hersteller. Kontakt hier auch übers Digitalisierungszentrum? Gerne übers Digitalisierungszentrum. Ich bin hier gerne mit dabei, habe hier auch einen großen Teil mit aufgebaut, damals ehrenamtlich, weil mir das wichtig ist hier. Ansonsten, man findet uns sehr, sehr häufig im Internet und ansonsten gerne auch über LinkedIn oder weitere Kanäle. Wer selbst eine Projektidee hat oder im Makerspace etwas ganz Spezielles umsetzen will, kann sich jederzeit an das Team vor Ort wenden.